Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio hier aus DGame Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir befinden uns hier da in unserem kleinen C-Blocks oder in unserer C-Blocks Challenge. Wir haben ziemlich viel Wasser schon mit Sand vollgeschüttet. Unsere Bauroboter haben jetzt auch, glaube ich, gerade Pause. Das mit dem Sand aufschütten müsste hinten durch sein. Wenn ich das richtig sehe jetzt. Das fände ich schon mal gar nicht so verkehrt, wenn das jetzt wirklich so der Fall wäre. So, Kohle hier durchziehen. Können wir mal ganz kurz gucken, aber ich werde da hinten jetzt noch kein Silber ansetzen. Ne, hier ist noch ein bisschen was zu tun, aber hier unten Bauaufträge sehe ich keine mehr, aber es könnte daran liegen, dass ich gerade bin. Oder sind die letzten Aufträge, die hier schon alle in Bearbeitung sind. Das heißt, es sind genügend Roboter unterwegs, die das ja nicht hier gleich alles fertig haben. Dann müssen wir hier die ganzen Tierchen mal töten. Und dann brauchen wir... Ja, da wollte ich jetzt... Das muss ich machen. Okay, dann gehen wir jetzt da erstmal hin. Wir müssen uns jetzt verzweifelt versuchen, irgendwie solche Hangars herzustellen. Und ich muss ein Rohr verlegen. So, das habe ich auch schon gesehen. Das werde ich dann auch tun. Wo sind denn die Dinger? Hier sind die Dinger. Was fehlt uns da? Da fehlt uns Zinn und Batterien. Zinn? Momentchen bitte. Zinn. Momentchen bitte. Ne, was fehlt denn uns dann da? Warum fehlt uns da Zinn? Zinn und Batterien. Na gut, okay. Wir gucken mal. Ich habe 24 mal von dem weißen Zeug in der Tasche. Mach mal weg hier. Brauche ich nicht. Modder brauche ich auch nicht in der Tasche. So, haben noch irgendwas, was wir jetzt nicht unbedingt brauchen in der Tasche. So, jetzt gucken wir mal. Hier oben müssen wir doch irgendwo Zinn kriegen. Ah ja, guck mal, da kriegen wir doch Zinn. Das andere Mal hier brauche ich nicht. Ich möchte hier bloß den Zinn haben, danke. Warte mal. So. Den Scheiß bringen wir weg. Brauche ich nicht. Oder ach komm, lass hier den Mist. So. Vielleicht muss ich das ja selber dann mal schnell irgendwo entpacken, weil ich dann irgendwo was brauche davon. So, Zinn haben wir jetzt. So, was brauche ich noch? Bakterien. Batterien, die stelle ich doch eigentlich hier oben her, oder? Bin ich denn da komplett bescheuert oder denke ich da verkehrt? Ja, guck's dir an, was wir hier haben. Wir haben eine Batterieherstellung. Eine lukrativere Batterieherstellung hier. Da können wir auch mal richtig Batterien absaugen hier. Müsste ich noch ein zweites Mal irgendwo haben. So, dann kann ich zumindest schon mal einen davon machen. Jetzt gehen mir dann die Kobaltplatten aus, aber das ist nicht das Problem. So, ich muss mit Batterien mitnehmen, also. Mal so einen Sack voll. Kann hier mal mir einer ganz kurz sagen, wo haben wir denn hier noch die Möglichkeit? Haben wir hier noch irgendwo Batterien? Irgendwo stelle ich ja noch welche her, ne? Hier, da sind wir doch genau richtig. Ah, ist genauso knapp davor, alles klar. Gut, dann stellen wir hier mal eine Kiste auf. Ja, weil ich die Kiste aufgestellt habe, kommt jetzt. Das kommt jedes Mal. Es tut mir leid, das liegt einfach daran, dass hier. Ach, kein Strom hier. Das ist ja mein Ding. So. So, gut. Dann packt er jetzt hier schon mal ein paar Batterien rein. Da soll er mal richtig dran arbeiten. Und dann machen wir da drüben auch noch eine Kiste hin. Und dann gehen wir da einmal hin und da einmal nochmal hin. Und dann holen wir uns die Batterien alle ab. Die hier gebaut werden. Hier sind doch Elektromotoren vorhanden. Ach, hier. Für den Flieger gibt es die. Warte mal. Was ist denn das hier? Elektromotoren. Hören da auf. Braucht ihr Elektromotoren jetzt hier, um das zu bauen? Nee, ihr braucht die komischen Flugrobotergestelle, die Einser, ne? Und das sind die hier hinten hergestellt werden, wo ich jetzt hier die Batterien gerade runternehme, ne? Ja. Okay. Alles klar, okay. Ja, gut. So. Ich habe hier immer noch nicht den Batterieabbau gemacht, aber ich werde jetzt ganz kurz mal hier die Elektromotoren absaugen.
Ach, jetzt kriegst du eine Arme mit, will ich ja nicht haben. Und werde die da hinten mal in den Fluggestellfabriken vielleicht unterbringen. So. Da schon Arme, die kannst du hier haben. Und dann könnte ich da vielleicht ein paar Fluggestelle nochmal machen. Vorerst, damit ein bisschen was gebaut wird. Habe ich denn jetzt schon den Batteriendieb habe ich immer noch nicht hingebaut. Mann! Ja, von mir ist auch das, aber eigentlich so. Mann, Mann, Mann. So, es ist ja. Ja gut, kann passieren sowas. So, dann machen wir das hier nämlich auch nochmal. Batterien hier rausnehmen. So, und dann können wir jetzt hier ganz kurz einmal Elektromotoren runter verteilen. So, dann haben wir hier ein paar Fabriken, die das Ding erstmal herstellen wieder. Und dann dürfte denn da hinten erst noch ein paar Roboter mit produziert werden. Aber wir wollen Rohr verlegen, damit wir wieder Schmiermittel kriegen. Das ist unser großer Plan. Aber na gut, während wir ein Rohr verlegen, kann natürlich hier oben was gebaut werden. Dann brauche ich Bauplatz. Aber will ich schon wieder mich mit dem Strom komplett in die Ecke drängen? Wir haben immer noch das Problem, dass wir nicht über die Nacht kommen. Eieiei. Okay. Sind denn noch so viele Drohnen unterwegs? Oh, knapp 100 Drohnen sind noch unterwegs. Also Baudrohnen meine ich jetzt. Gut, das ist dann halt so. Wir wollen nämlich ja oben die Produktion von dem Plastik dann nochmal ein bisschen verschieben. Dass wir da sauber einen Schnitt machen können. Und wir wissen ja in etwa, also das kann ich ja nochmal kurz erklären, also wir wissen in etwa, dass ich hier mit dem Bus durch will. Also eigentlich will ich in der Kiste mit dem Bus bleiben hier, aber da komme ich jetzt nicht durch. Ich kann aber die Elektrizität und so, das kann ich umbauen und woanders hinsetzen. Also kann ich hier oben dann machen oder dann, wie auch immer. Aber deswegen kann ich dann hier erstmal sozusagen mit dem Bus durch und dann hier den kleinen Winkel reinmachen und da rangehen. Später wird der Bus ja sowieso hier hochgehen. Wir müssen diesen Forschungsstern, da werden wir einmal so ein komplettes Ding hier ausbauen. Den finde ich ja nicht schlecht, den ich gemacht habe in unserem Wir wollen die Rakete fliegen sehen. Das heißt, wir müssen mindestens 3 Kisten weiter nach hochkommen, nach hier oben, um dann die ganze Produktion quasi nach da oben zu verlagern. Also das wird dann hier quasi, das was in der Kiste ist, das ist dann hier drin. Und dann 1, 2, 3 weiter oben, ne? So soll das versetzt werden. Wird sicherlich sehr interessant sein, weil das werden unsere Bauroboter komplett machen müssen. Und das werde ich dir noch auftragen, dass sie das machen. Und nur da, wo ich nachher Löcher in die Erde wieder reinsprenge, dann natürlich nicht. So, deswegen ist da oben der Ausbau dann halt eben auch. Ich werde den jetzt erstmal planen. Den Ausbau da oben für den Sand, da werde ich die Bauroboter losschicken. Hier werde ich die Bauroboter auch losschicken, dass wir hier den. Was hier denn, das ist noch ein will hier, wird man doch 3 rein hier als Bus von dem Material, was wollen wir der Seite machen? Ja, das lassen wir. Gut, dann machen wir hier die Kisten. Hier kommt dann Strom hin. Also das, was hier ist, das werden wir auch 3 Kisten hier, wenn wir freilassen hier dazwischen. Und dann werden wir gucken, was wir hier aus diesem ganzen Kram machen noch. Das ist ja, du musst ja planen wie ein Blöder hier. Da musst du ja wirklich, also Kleinplan geht nicht. So. Dann gib mir mal bitte den hier, ne? Und da sehen wir schon, was uns wieder fehlt. Hier fehlt uns nämlich gleich ein Roboter. Also so ein Hangar. Den werden wir gleich mal setzen. Das ist ein zu weit oben. Moment, ich muss doch mal was löschen. Komm gar nicht auf die Idee hier, da was hinsetzen zu wollen. So. Und das müsste so eigentlich sein, dass jetzt einmal alle Roboter losfliegen und dann müssen alle Platten gesetzt sein, aber ich bin mir nicht sicher. Das müssen wir dann hier auch noch. Warte mal, dann machen wir hier erstmal den Hangar hin. So, damit das Ding hier auch funktionieren kann. Ja, ich setze auch schon wieder MK2 Masten, aber
Ich weiß, ist nicht richtig, aber ich mach's trotzdem. So, und ihr werdet hier irgendwo eine Kiste finden, wo ihr die Steine rein abladet. Haben wir uns auch schon wieder übermalt hier. Gar nicht mal so schön. Das wollen wir ja nicht. So. Und das konnte er wirklich auch damals im Zeichenunterricht noch nicht. Ne? Das ist wirklich... Zieht sich durch das Leben. Wenn er es einmal nicht hinkriegt... So. Gut, haben wir unsere Bauroboter wieder beschäftigt. Erstmal hierfür. Dann geht's nochmal runter. Wir holen uns jetzt die Kobaltmaterialien. Da sollten wir einige haben, damit wir ein paar von den Hangaren in unserer Hosentasche herstellen können. Ist gerade aus mit dem Strom. Ey, wir machen 490 Megawatt fast, ne? Was? Ah ja. Naja, das ist ja, Strom ist so eine Sache, ne? Das kriegen wir schon noch irgendwie kaputt. Kriegen wir noch irgendwie hin. So, die Kobalt-Sache, die ist hier drüben, ne? Ja, hier werden die ganzen Steine weggeholt. Zack, dann müssen wir kurz Energie tanken. So, die Kobalt-Sache, die ist hier. Das ist ja mal gar nicht mehr so viel gewesen. Kobalt-Ingots habe ich noch in der Tasche, aber dann war dann noch der Rest vom Schützenfest. Dann muss ich ihn hier reinfüttern, damit das was wird. Der ist gerade auf Silber eingestellt. Aha, du bist ja gerade auf Silber eingestellt. Und warum hat er nichts Braunes mehr? Wenn ich den jetzt so umstelle auf Kobalt... Brauche blau, rot und braun. Müssen wir mal rankohlen. Müssen wir mal nach ranholen noch, ne? Das bleibt ja nicht aus. So, hier wieder noch ein bisschen Eisenerz, okay. Tinnohr, Kupfererz. Wie sammelt sich jemand an, ey? Ist aber auch selten, dass das schön ist, ne? So. Gut. Aber hier wird dann jetzt noch ein bisschen Kobalt wieder hergestellt. Ach, das ist auch noch. Das ist das Falsche, was bräuchte Inner Plates oder was? Oh, ich brauch keine Kobalt Plates, ne? Guckt, okay. So, ah, ich brauche Inner Plates. So, 10 Stück können wir davon machen. Dann hauen wir die mal rein. Dann brauche ich jetzt Eisenplatten und Aluminiumplatten. Ist ja eigentlich gerade in Anlieferung, ne? Wenn das in Anlieferung ist, dann lassen wir uns da einfach mal ein bisschen mehr anliefern von. Bis wir einen Schmuck bauen können von dem Zeug, ne? Sollte sich hier irgendwann, sollte hier wieder das nächste Material fehlen. Gut, okay. So, dann haben wir jetzt erstmal unsere Logistikroboter auch angefunkt, dass die erstmal was tun. Die Bauroboter haben was zu tun. Wir werden dann weiter nach oben gehen. Ich werde mal noch ein bisschen Sand mir selber mal mitnehmen, damit ich das Funknetzwerk dort von Hand ausbauen kann. Und gucken kann, wie weit ich bauen muss. Gib mir mal so ein paar Einheiten Sand her. Ach, die haben Schatten hier. Ganz viele drüber. Das ist ein schwarzer Fleck. Ich hab gerade gewundert, dass so ein schwarzer Fleck da ist. So. Ein paar tausend Sand mal mitnehmen. So. Gut. Sollte sich ja dann mal auch mal wieder. Dann schmeiß mal wieder selber Sand mal in die Grube. Das ist ja auch selten gewesen. Das haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht. So. Wie sieht es aus mit dem Strom? 130 Megawatt, 12, nur 10% macht immerhin schon mal unsere Windanlage aus dort. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Das ist doch, 10% des gesamten Stroms, was wir jetzt momentan in unserer Fabrik haben, kommt von unserer Windanlage. Das ist doch schon ein Erfolg. Die 10% hätten wir sonst nicht, hätten wir 10% weniger Strom. Vielleicht wird das sogar ein Totalausfall dadurch. Das muss man immer so sehen. Das ist nicht zu verachten. Naja, okay. Man kann sich die Welt halt auch schönreden, wenn man möchte. Das gebe ich auch ehrlich zu. So, hier noch ein paar Rohre drin, okay. Wir müssen nachher... Achso, naja gut. Ja, ist ja nicht... Ja, nee. Nicht egal, was für ein Rohr wir verlegen. Wir müssen schon anständiges Rohr verlegen. So.
das müssen wir dann so bauen, dass das einigermaßen schön aussieht hier, ne? Das werden wir ein bisschen versetzen, die Sachen. Dann einmal was gerade darunter gehen. Also die voneinander trennen hier ein bisschen. Ne, das sind das und das. Das hatte genau einen Versatz von 1. Okay, passt da so gar nicht. Naja, gut, okay. Hätte ja sein können, Mann. Es hätte ja auch mal klappen können. So. Wir müssen jetzt in der Mitte erstmal hier den, den Gang hochbauen. Ach so. Apropos, wo ich gerade hier oben bin. Da wurde ja in einem Kommentar geschrieben, dass nicht alle Holzproduzenten ans Wasser angeschlossen sind oder irgend sowas ist da. Irgendwas habe ich da vergessen. Da müssen wir mal kurz gucken. Ich hatte mich hier gewundert, warum auf dem einen Holzband so wenig ist. Ah ja. Da sehen wir es. Hier ist das Problem. Also hier kommt ja noch Wasser rüber, ja. Aber hier geht es nicht mehr durch. Da haben wir uns verbaut. Das müsste aber mit einem unterirdischen Eisenrohr gehen, ne? Von der Länge her. So, und da haben wir auch nicht dran gedacht, das hinzubauen. Ah ja. Deswegen ist da auf der einen Seite kein Holz. Schau mal einer, guck. Dankeschön für den Hinweis. Da haben wir was vergessen zu bauen. Das muss man ja so klipp und klar, so hart und ehrlich so sagen. Das haben wir natürlich sehr vergessen. Jetzt muss ich noch Stahl angeliefert kriegen und da haben wir... Oh, wir haben auch welches auf dem Weg. Lass mal 500 anliefern davon. Das Inventar wird ganz schön voll werden, ne? Wenn alles da ist. Na egal. Müssen wir schnell mal Sand in die Erde schmeißen. Oh ja, kommt mal her. Kommt. Kommt, gibt's mir. Deckt mir die Taschen voll. So. Ich glaube, ich werde ein Problem haben mit dem Zeug, was ich alles kriege. Wir müssen mal gucken, dass wir da vielleicht eventuell noch was entsorgt kriegen. Das kriegen wir entsorgt. Das kriegen wir entsorgt. Das kriegen wir entsorgt. Das können wir auch entsorgen. Das brauche ich gleich noch. Das brauche ich auch gleich noch. Das können wir hier unten hinstecken. Das können wir auch hier unten hinstecken. Das können wir auch hier unten hinstecken. So. Jetzt kann mir wieder ein bisschen was angeliefert werden. Aber das ist ein Platz wieder in der Kiste, im Bäuchlein. So, den Beton kann ich wegschicken erstmal. Achso. Ah ja. Ja, die Steine kann ich wegschicken. So. Der war gut, ne? Der war richtig gut. Hat er den Stein in Anlieferung? Entschuldigung. Ach Mann. Nee, nee, nee. Karl Odo, was machst du denn? Was hust du da denn? Oh Gott, nee. So. Gut, hier haben wir natürlich dann jede Menge Material. Was ist das hier eigentlich? Wieso ist das Wasser hier? Ach, das Salinwater. Ah ja, hier ist bloß der Überfluss. Ah, das ist klein. Oh Gott, das geht ja bis zum Salinwater durch. Ja, ja, ja. Oh, das sieht so schön aus hier. Bis hier alles funktioniert, ne? Sehr schön. Also das war echt schön gebaut. So, jetzt geht's los hier. Gleich rennen wir eh raus aus dem Funkstreifengebiet. Da werden wir eh ganz schön gerückt werden. So. Dass wir aus dem Funkkreislauf raus sind. Wenn alle Roboter umdrehen. Das macht aber nichts, das tut uns hier nicht weh. Wir bauen jetzt hier erstmal glatt was hoch. Könnte sein, dass es bis hierhin ausreicht. Das probieren wir gleich mal aus. Wie viel Beton haben wir bei 1000? Okay. Können wir nur hier in der Mitte so eine Straße legen. Wenn das mal zufällig sogar nicht passt. Ne, passt nicht. Minus, minus, minus. Minus, Dios. Legen wir mal die 1000 Betonstraße hier hoch. So weit wie geht, ne? Ja, da ist Schluss. Müssen wir uns anliefern lassen. So, und dann gucken wir mal.
Der muss sein. Der muss dahin. So. Und dann müssen wir noch weiter nach oben. Das langt nämlich bei weitem noch nicht. Das sind jetzt so, wie viele Kisten hätte ich jetzt hier denn drüber? 1, 2, 3, 4 brauche ich, okay. Das ist nicht ohne. Klippensprengstoff brauche ich, muss die Klippen hier wegmachen, muss die ganzen Viecher hier wegmachen. Oh Mann, ey. Das wird noch eine harte Nuss hier, das alles so zu knacken. Das wird noch eine richtig harte Nuss. Aber gut, kriegen wir hin. So, dann wollen wir hier mal eine Stromverbindung legen nach unten. Damit der Hangar erstmal auch Energie hat. Damit die Roboter auch wieder zu mir finden dann, wenn sie denn zu mir finden müssten. So. Machen wir den schon mal dort hier. So. Geht hier nicht abzubauen mit dem Dings in der Hand. So. Kommen wir mal einen Knubbel hin. Sind denn jetzt Roboter unterwegs zu mir? Ah, die sehe ich nicht auf der Karte, oder? Ah, ich muss hier unbedingt die Sendemasten hinstellen. Momentchen, das können wir nämlich auch gleich machen. Hier steht einer, da müsste da einer hin, da müsste da einer hin, da müsste hier einer hin. Okay, hier muss da und im unteren muss einer hin, okay. Wir werden auch gleich mal einen hinstellen. So viel Zeit haben wir ja noch. Wir haben jetzt zwar keinen Beton mehr, aber das kriegen wir ja ganz grob ausgelotet. Da. Einfach mal einen hingestellt. Ob der in der richtigen Position steht, das sehen wir dann. So. Gut. So, der funkt dann erstmal hier ein bisschen ab, die ganze Ecke. Ganz schön viel Viecher hier oben auch, ne? Wo wir jetzt, das ist ja noch das hier, wo, das ist das Startgebiet hier, ne? Das sieht man richtig. Das ist das Startgebiet, was wir hatten. Wir haben ja, hier ist es ja unser Zentrum gewesen. Hier sind wir ja ursprünglich mal angelandet. Mit so ein ganz bisschen Sand in der Tasche. Und viel Wasser. So. Der nicht, aber dann kriegt der hier unten gleich noch einen. Verpasst hier so einen. Wo sind sie? Da. Hier noch einen verpasst. Jetzt kriege ich Aluminium angeliefert. Irgendeiner müssen wir mal Stahl anliefern mal. Ich hoffe, dass ich das auch noch kriege, aber da werden wir sehen. So, Beton kriege ich jetzt auf jeden Fall schon. Okay. Liefert mich mal. Das finde ich schon mal gut. Jetzt haben wir hier zumindest schon mal den ein bisschen besser ausgeleuchtet. So. Ja, damit wir hier nicht mehr durchmachen. So. Okay, das. Warte mal, wie weit ist denn das Gebiet da oben jetzt ausgeleuchtet? Das langt nämlich nicht ganz, um bis rüber zu bauen, oder? Doch, müsste eigentlich gehen. Aber wir können hier, wir werden hier auch noch gerade hochgehen. Dann werde ich die Masten da noch setzen, den Strom noch setzen. Ich habe jetzt wieder 10 Stück davon. Wenn ich hier Beton dann habe, muss ich mir Beton anliefern lassen. Moment. Gib mir mal 5000 davon. Naja, nee, warte mal.
3000. Theoretisch gibt es hier unten in der Ecke irgendwo Beton, aber lasst uns noch ein bisschen Beton anliefern. So. Wir haben nicht das da drüben nämlich auch noch gleich machen. Na, guck mal, hier haben wir noch mal zwei Kameraden, die wir hier. Natürlich die Taschen voll mit irgendwelches Zeugs. Aber dann habe ich das nicht mehr geordnet, ne? Na gut, jetzt ist es weg. Wird irgendwo hingebracht. Verschwindet im Logistiksystem. Irgendwo in den Weiten des Logistiksystems verschwindet das Material. Hier habe ich nur ausgebaut bis... ja. Bis gerade so... Okay. Gut, Sand. Geben Sie mir Sand. Achso, ja, geben Sie mir Materialien. Sind hier auch schon mit Stahl welche dabei? Brauche auch die, die die Stahl bringen. Bitte. Damit ich weiterbauen kann an den... 438 sind unterwegs zu mir, also so ist es nicht. Ich kann jetzt nicht aus dem Funkgebiet rauslaufen, deswegen ungünstig solche Sachen. So, habe ich denn von den Steinen ein paar? Ja, habe ich. Dann werde ich mich erstmal hier in dem Gebiet aufhalten noch, wo ich angeflogen werden kann. So, warten wir wieder, bis sie sich dann alle beruhigt haben. Ich muss die Geschwindigkeit von den Robotern etwas erhöhen, damit die mit mithalten, ne? Das ist noch nicht so ganz optimal. Ah, jetzt sind die Steine alle. Ah, ich könnte hier endlich an der Seite mit Sand hochlaufen, ne? Da müssten sie mich ja noch die ganze Zeit sehen. Zumindest wenn ich so weit hochlaufe, dann muss ich mir irgendwann Sand liefern lassen. Damit ich dann hier den Bauauftrag für die andere Seite noch fertig machen kann. Die paar tausend Sand, die ich dafür schon selber in die Erde schmeißen muss. So, die haben ja noch Bauaufträge hier. Das zerrt auch wieder richtig am Strom, glaube ich. Da sind wir ja schon wieder, ne? Naja. Am unteren Limit unterwegs. Komm, eine Bahn laufen wir jetzt hier noch hoch. Sonst ist mir das zu langweilig. Bis zu dem Sender kann ich hinlaufen. So. Müsste ich nämlich noch drinnen stehen hier im Funkgebiet. Jetzt komme ich denen entgegen. Stapeln sie sich alle hinter mir. Einmal kurz warten, anliefern lassen. Omas liefern sie mir auch an, okay. Die ersten Stahlplatten? Nee. Oh, doch, könnten sein, ne? Dass die ersten Stahlplatten kommen. Von den 500, die ich haben will. Zahnräder bringen sie mir sogar. Okay. Ah, oh, so gut. Ja, alles in unserem wunderschönen System vorhanden. Das ist ja das Gute. So, jetzt müssen wir ganz kurz gucken, wo ist denn noch gelb? Ich kann auch einmal hoch. Aber dann geht mir bei der Sand aus. Naja, gut. Gibt so Dinge im Leben, die passieren halt einfach. Da muss man damit leben. Weiß gar nicht, wie hoch kann ich denn hier? Warte mal. Bevor sie abdrehen von mir. Kann ich bis knapp über die Insel. Also bis da oben kann ich, okay. Ah, jetzt ist mein Sand alle. Alles klar, okay. So, dann heißt es jetzt folgendermaßen, liefert mir mal auch Sand an. Ist Sand immer Sand? Oder gibt es da unterschiedlichen Sand? Sand. Okay, gibt es nur den Sand. Okay, da hätte ich gerne, bitteschön, auch immer so 2000 von einer Tasche. Das war nicht schlecht. So, okay, wir können schon wieder zwei davon machen. Das erfordert natürlich jetzt auch schon wieder dann die Möglichkeit, dass mehr Roboter mehr Stahl bringen.
Und hier unseren ganzen Sand verbaut haben. Warte mal, ich kann noch ein bisschen Beton verbauen. Wo wir schon mal dabei sind. Bevor ich nicht wieder da runterlaufe und mir selber wieder Sand holen und so. So. Nu. Nu Pagadi. So. Das sind nicht mal alle unterwegs, oder Logistikroboter. 1200 die Schilden noch rum, ne? Oh, das ist ja wieder fies. So, wie sieht's aus mit dem Strom? Oh ja. Das alte Leid. Das kennen wir ja schon. Wir sind da ja leid geprüft. So. Habe ich noch ein bisschen Beton? 93 habe ich jetzt noch hier, ja. Kann ich hier noch ein bisschen legen? So. Da ran. Gucken wir, die ersten Logistikroboter mit Sand kommen. Theoretisch müssten die ja dann alle schon unterwegs sein, ne? Zu mir. So, warte mal, ich werde mir auch nochmal hier einen Stack solcher Steine einpacken lassen. Ah, wo sind sie denn? Brick? Ah. Claybricks. Ein Stack hätte ich auch ganz gerne. So, jetzt müssen aber jetzt mal aber hier ordentlich Logistikroboter unterwegs sein zu mir. Und 4000 Konstruktionsroboter sind unterwegs. Die jetzt dann schätzungsweise, aber wenn sie dann durch sind, dass sie den gelegt haben. Das sollte, sollten ungefähr 4000 einzelne Kacheln sein, die noch gelegt werden müssen. Naja, läuft doch. Läuft doch bei uns. Gut, dann laufen wir jetzt erstmal wieder runter. Lass uns durchaus voll liefern, das ist ja kein Problem. Wir laufen jetzt auch noch ein bisschen hier rüber. So, dann gehe ich dir ein bisschen entgegen jetzt hier, den ganzen Leuten, die jetzt hier unbedingt mir Sachen bringen wollen. Oha, jetzt wird aber mein Inventar wieder vollgeproppt. Oh, ist ja nicht wieder schlimm. Ist ja das, was ich will. So, die ganzen Stahlroboter hier, die ganzen Eisen, oh Gott, eben hier rüber, übers Meer, übers große, übers gefährliche Meer. So, dann machen wir jetzt hier mal eine Warteposition nochmal. So, gucken wir nochmal. So, hier ist alles grün. Da darf ich nicht durchlaufen. Hier ist was nicht grün. Das müssen wir dann mal irgendwann punkttechnisch versorgen. Das ist ja gefährlich, wenn ich da jetzt durchlaufe, ne? Hier, das können wir noch bautechnisch versorgen. Die ganzen Bauroboter, die jetzt hier rein wollen. Die können gleich wieder losliegen hier. Und das nächste Karree gleich fertig hier. Wüsste ich aber was. Ihr faulenzen könntet. Ha! Nischt es. So, dann ist das nämlich auch gleich ausgebaut. So, und da sieht man hier schon, ne, wie der Train losgeht. Wupp. Sehr gut. Ich bin begeistert. So. Und hier haben wir natürlich dann ein großes Solarfeld, was wir noch ausbauen können. Wir könnten hier mal ganz kurz, naja, weiß ich nicht, ja, wenn ich es reinnehme, dann sind sie unterwegs zu mir, dann fliegen sie was zu mir, das ist auch doof. Wir warten so in drei Reihen. Für den Strom. Oh, bitter. Bitterböse. Ah doch, die Ebene kann ich durchlaufen hier. Wir gucken mal ganz kurz, ist das denn die, wo ein Funkmast steht? Hier steht einer, ja. Wo stehe ich denn? Ich stehe einen tiefer. Hier ist eigentlich kein Funkmast sonst vorhanden. War das schon jede zweite Stelle einer hingestellt worden? Ah ja, okay, darum hat sich schon einer mal bemüht. Na gut. Wenn das so der Fall ist, dann ist das ja gut. So. Wir ziehen hier schon wieder jede Menge Roboter auf uns drauf. Lass die mal anliefern schnell. Also mir geht es darum, dass ich jetzt ganz kurz nochmal zu unserer Wind- und Solaranlagen-Produktionsstätte fahre, gehe. Und dort mir nochmal die ganzen Solar- und Windanlagen hole und die aufbaue, damit wir dann nochmal Strom für die nächste Runde haben. Wir können hier schon wieder drei davon mit in Auftrag geben, das ist auch sehr gut. Das werde ich jetzt auch erstmal regelmäßig so machen müssen. Dann werde ich mir natürlich auch hier für diese Large Robot Charging Points MK2 die ganzen Materialien immer anliefern lassen müssen. Momentan sieht das eigentlich auch ganz gut aus, also da könnte man auch einiges erledigen mit.
Damit wir denn die... ich muss doch mal auch eine Fabrik verbauen. Ist einfach so, ich muss eine Fabrik verbauen. Das Problem ist, dass ich das Material noch nicht... Das Grundmaterial noch nicht mal habe. Das ist das fiese Problem daran. Okay, das soll es gewesen sein für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr gerne ein Like da lassen. Und ein Abo. Ich würde mich riesig darüber freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann. Tschüss.